Hi, willkommen bei Grünchill Barbecue und Lifestyle. Heute geht's wieder mal ab am Wok mit der wilden Fahrt. Und zwar gibt es ein Wokhühnchen mit leckerem Gemüse drin, schnell gemacht. Wer mag, macht's richtig scharf, schnell, scharf und lecker. Und ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht es hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen 3 Paprikaschoten, schön in Streifen geschnitten. 2 kleine Zucchini, auch in Streifen geschnitten. Ein Bund Frühlingszwiebeln in Streifen geschnitten. 5 Knoblauchzehen fein gehackt. Dann brauchen wir 3 Tomaten filetiert und in Streifen geschnitten. Ich persönlich mag die Datteltomaten lieber und habe die gleich genommen, eine Packung. Und in Streifen geschnitten. Schneidet immer beim Wokken alles nicht zu dünn, weil da kommt richtig Hitze dran und dann wird es labbrig. Dann brauchen wir je 1 Esslöffel Teriyaki-Soße, Worcester-Soße und Sojasauce. 150 ml Kokosnussmilch. Dann brauchen wir noch Pfeffer und Salz. Ich nehme immer noch gerne beim Wokken den Wokstarter von Goli. Ich werde euch alles unten verlinken, wer Interesse hat, der ist sensationell, hat kalifornischen Knoblauch drin, Ingwer, Chili. Wer es gerne ein bisschen mehr scharf hat, nimmt Chiliöl oder Chiliflocken noch dazu, je nach Gusto. Dann noch unseren Hauptdarsteller, knapp 500 Gramm Hähnchenbrustfilet ohne Haut, habe ich schon zugeschnitten in so schöne Würfelchen. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben und dann geht's gleich los am Wok. Dann starten wir hier gleich durch mit dem Hühnchen, mal schön rein, guter Schuss Öl dazu. Ein Esslöffel Sojasauce. Ein Esslöffel Teriyaki-Soße, ein Esslöffel Worcester-Soße. Wer das Ganze ein bisschen intensiver mag, kann das auch zuerst noch eine Stunde in den Marinade einziehen lassen im Kühlschrank. Ich habe heute wieder mal keine Zeit, das muss heute rucki zucki gehen. Und dann würde ich sagen, geht's los mit der wilden Fahrt. Reicht schon, sieht fantastisch aus, geht super schnell. Wer keinen solchen Roaring Dragon besitzt, kein Problem, macht es auf dem Seitenbrenner, geht ein bisschen länger, aber das Ergebnis ist fast so gut. Das Fleisch geben wir auf die Seite. Den Bratensatz lassen wir gleich drin.
bisschen Öl erhitzen. Dann die Zucchinis dazu. Paprika. Wir fangen mit dem Gemüse an, das ein wenig länger braucht, bis es durch ist. Ich will es natürlich nicht totgaren. Zwiebelchen dazu, Frühlingszwiebeln, Tomaten. Ist mir zu blöd, Leute. Ich dachte, die kleine Pfanne reicht aus. Nehmen wir die große. Und weiter geht die wilde Fahrt. Dann Knofi dazu, Salz und Pfeffer. Wer mag, macht jetzt die Chilis dazu oder wie ich hier den Wokstarter, der riecht richtig fantastisch. Dann unser Hühnerfleisch wieder zurück in den Wok, nochmal ein bisschen anrösten das Ganze. Schönen Abschluss noch die Kokosnussmilch. Wenn die ein bisschen fest geworden ist, kein Problem. Einmal gut durchmischen und dann ist das wieder flüssig. Noch das letzte Mal. Natürlich mal abschmecken. Guter Schuss. 2-3 Prisen Salz passen noch dazu. So passt das für mich. Ich will es nicht totgegart. Das Gemüse darf noch ein bisschen Biss haben. Und dann sehen wir uns gleich beim Ankosten.
So Freunde, wie immer habt ihr schon gesehen, ein bisschen Reis dazu, passend asiatisch. Und dann würde ich sagen, wir testen mal das Hühnchen an. Super, lecker. Ist durch, aber immer noch saftig und zart. Das Gemüse. Ihr hört es vielleicht, hat noch Biss. Mal ein bisschen Reis dazu. Gute Schärfe drin. Nur vom Wokstarter. Knoblauch. Mit dem Reis. Himmlisch. Ich habe hier Basmati-Reis genommen. Ein Traum. Hat richtig Bums drin. So im späteren Verlauf merkt man das. Ja, empfehlenswert nachzumachen. Braucht ihr nicht wirklich einen Wok. Könnt ihr auch einen Seitenbrenner machen. Ist nicht das gleiche, geht ein bisschen länger. Aber für die Rezepte reicht das allemal. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ein Abo nicht vergessen. Job reinschauen, zwei weitere Folgen für euch. Schaut wieder mal rein bei Grünchill Barbecue Lifestyle International bei Facebook und bis zum nächsten Mal bei Grünchill Barbecue Lifestyle. See ya!